Garfield, Kart, Furious, Racing. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel gut ist oder ob es echt mies ist. Ich weiß auch nicht, von wann das Spiel ist. Ich habe gedacht, ich habe Bock, es hier auf meinen Kanal zu bringen. Mindestens eine Folge. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Wenn ja, dann lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, bitte die Glocke, like das Video. Und ich würde sagen, los geht's. Also, wir machen jetzt hier mal eine Folge. Grand Bricks. 50 Kubik, wie man sieht, ist da oben links eine Nuckelflasche. Einzelspieler, mal ein Stück Pizza. Und der Pokal mit dem Eis, das ist der Grand Brick. Wir fangen mit dem ersten natürlich an. Das ist hier der Rennklasse Lasagne. Ich würde sagen, ich mache alle Rennklassen dann durch. Das sind ja nur vier. Das heißt, es kommen vier Videos auf meinen Kanal. Ich hoffe, das Spiel ist geil. Man kann auf jeden Fall dein Auto aussuchen. Später noch ein paar andere Sachen wie Hüte oder Helme aufsetzen. Also sieht gut aus. Rennklasse Lasagne. Los geht's. Rennklasse Lasagne. Rennen 1 von 4. Und naja, ich weiß nicht, wie alt das Game ist, aber es sieht eigentlich ganz witzig aus. Wir haben natürlich Garfield genommen. Man kann verschiedene Charakter nehmen. Ich mal gucken, wie man hier Gas gibt. Ich drücke jetzt mal das hier. Ja, das war richtig. Ich habe sogar einen Turbo-Start hingelegt. Okay, die Lenkung ist sehr schwergängig. Ich spiele das Ganze über einen Controller. Oh, Bonbons. Driften kann man... Wie kann man driften? Ah, driften mit A, wortwörtlich. X und B. Ich drücke mal X. X nach vorne ist B nach hinten. Wir sehen es gleich. Wir haben Puzzleteil eingesammelt. Gut, es fühlt sich im Gegensatz zu den anderen Games sehr komisch an. Ich drücke mal B. Ah ja, B nach hinten, X nach vorne. Aua. Wenn man denkt, ich habe so einen Euro oder so bezahlt über Mocker. Ich weiß es gar nicht. Driften muss man einmal A drücken und dann in die Richtung lenken. Das ist nämlich so ein kleiner Sprung, den man macht. Die Lenkung an sich fühlt sich sehr langsam an. Wie gesagt, B nach hinten werfen. X nach vorne werfen. Ja, für das Geld, ich weiß nicht, wie alt das Game ist, macht es einen netten Eindruck. Bin ich ganz ehrlich. Ist natürlich kein sehr schnelles Game, ne? Runde 2 von 3. Yes, baby. Wir fahren 50 Kubik auf einfach. Ja, mal gucken. Wir wollen uns ja mal die Karten angucken. Vielleicht kann man das irgendwann noch toppen. Ach, Lasagne ist Turbo. Da ist egal, ob nach vorne, nach hinten. Ah, nice. Ein bisschen Abstand sehen wir da links. Haben wir zu den anderen Verkehrsteilnehmern, ich meine Rennfahrern. Ja, den Diamanten nach hinten. Oh, Arbuckle kommt immer näher. Arbuckle kommt näher. Nein. Odin, gefolgt von Odin. Das gibt's doch nicht. Arbuckle und Odin. Odin kommen uns auf die... Schliche? Nein, was glaube ich da? Ich weiß es nicht. Kann nicht kommentieren. So, obwohl, jetzt haben wir einen riesen Abstand rausgefahren. Und Odin überholt Arbuckle. Oder wie heißt der? Irgendwie so in Richtung, ne? Ich versuche es ein bisschen besser zu machen. Nein, sieht aber cool aus für das Geld. Also für das Geld sieht das Game interessant aus. Versuche ich jetzt mal zwei Bonbons einzufangen, weil ich glaube, man kann zwei nehmen. Jupp. A la Mario Kart. Mensch, a la Mario Kart 8 Deluxe. Nice. Einmal den Kuchen raus und einmal die Feder raus. Direkt hintereinander war eine sehr gute Idee. Eins von drei Puzzlen. Wo kriege ich denn noch mehr Puzzle? Okay, also man hat auch so Nebenmissionen. Irgendwas kommt da. Oh mein Gott, was ist das denn? Da waren die Aliens. Oh nein, geil. Nein, ich bin da dran vorbeigedriftet, dachte ich. Nein, ist gut, lass mich gehen. Ah, ich will doch nicht die letzten Minuten verlieren. Schnell, Garfield, gib Gummi. Odin kommt immer näher. Wir müssen den Hund abhängen, los. Komm, gib mir ein Turbo. Okay, ein Lasagne-Turbo. Yes, baby. Also... Ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe so einen Euro oder so bezahlt. Dafür sieht das Spiel echt cool aus. Und ich denke mal, so nebenbei ein bisschen Spaß haben, ist das Spiel schon cool. Erster von 8. Ja, sieht gut aus. Nice. Wisst ihr hier, seht ihr, man kann später noch Hüte und so aufziehen und was verbessern. Aber wir gehen jetzt in die nächste Runde. Rennklasse Lasagne, Rennen 2 von 4. Leider steht jetzt nicht, wie die Karte heißt. Aber wir sind doch kein Tier. Wir geben einfach mal Gas. Ja, ich denke mal, die weiteren drei Videos werden auf jeden Fall kommen. Ich habe wirklich Bock drauf. Es gefällt mir gerade sehr gut. Es reicht für das Geld. So ist die Lenkung sehr langsam. Also immer driften, dann ist das gefühlt ein bisschen schneller. Man kann verschiedene Fahrzeuge nehmen. Man kann verschiedene Fahrer nehmen. Man kann durch Hüte, glaube ich, auch ein bisschen was verändern. Ich bin mir nicht sicher. Also ganz ehrlich, für das Geld ist das nice. Ich muss gleich mal gucken, von wann das ist. Dann werde ich in den Titel schreiben. Erinnert natürlich schon so sehr stark an Mario Kart, finde ich, ne? So ein bisschen. Gefällt mir aber im Großen und Ganzen echt gut. 50 Kubik, kein Problem. Ich denke mal, das ist so à la Mario Kart. Das heißt, wenn ich jetzt 100 oder 150 Kubik fahre, dann werden auch die NPCs besser. Nicht NPCs, oder? Ne, sind ja keine spielbaren Charakter. Dann sind auch die Bots besser. Wir haben jetzt einmal die Runde gedreht, ne? Nice. Oder es sieht auf jeden Fall so aus. Ich weiß es nicht. Als würden wir in eine Richtung fahren. Oh mein Gott. Nein. Oh nein, man wird... Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Aber auch cool. Wir sind eingeschlafen durch das Kissen. Nice. Eigene Animation finde ich gut. Garfield. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Wie gesagt, drei Videos werden noch kommen. Vielleicht kommen noch andere Videos, wo ich dann mal mich bei 100 Kubik beweisen werde. Vielleicht auch einzelne Rennen fahre.
Vielleicht auch mal online gucken werde, ob ich da abkacke. Ach, da ist. Wie kommt man denn da oben an das Puzzle dran? Verdammt nochmal. Habe ich gerade gesehen. Ja, es ist gerade sehr chillig, bin ich ganz ehrlich zu euch. Und wie gesagt, dass man bis zu zwei Sachen haben kann, das erinnert schon sehr stark an, ne? Richtig, Mario Kart. Das ist, glaube ich, das einzige Kart-Rennspiel, was das eigentlich hat, dass du zwei gleichzeitig nehmen kannst. Glaube ich jetzt mal, wenn ich mich irre, schreibt es in die Kommentare. Es würde mich wirklich freuen. Und wenn ihr Bock habt und noch mehr Videos hier auf meinem Kanal sehen wollt von so random Games, weil man sieht ja schon an den roten und den blauen Knopf der Xbox, das ist eigentlich auch wie das Sega-Spiel, was ich hier auch gestern gebracht habe, sehr viel älter sein muss, weil das eigentlich so die typischen Farben des alten Xbox-Controllers sind. Aber ich kann auch mich jetzt täuschen. Oh nein, nicht schon wieder die UFOs. Ich muss gleich mir die Knöpfe nochmal richtig angucken, wartet. Also ich gerade mich verguckt habe, dass im Alter passieren kann, ne? Obwohl, nee, das sind eigentlich schon die neuen Symbole, ne? Ja, doch, hinten schwarz. Mann, ich hab dich berührt. Ah! Lass mich gehen. Ich will doch nur gewinnen. Nice, schon wieder gewonnen. Auf 50 Kubik, kein Problem. Nee, das sind schon die neuen Farben, ne? Ja, das sind die neuen Farben. Also, diesmal hat Harry und Quacky gewonnen. Ja, die Namen kenne ich nicht von denen. Rennglas Lasagne immer noch. Rennen 3 von 4. Nice. Ja, wie gesagt, also für das Geld kann man sich das ruhig mal holen. Das ist jetzt kein Mario Kart, das ist kein Disney Speedstorm. Es fühlt sich natürlich sehr viel langsamer an auf 50 Kubik. Man muss driften, damit man ein schnelles Gefühl beim Kurvenfahren hat. Ist aber kein Problem. Aber die Optik gefällt mir auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde gleich mal gucken, von wann das Game ist. Ganz so alt kann es theoretisch nicht sein. Nicht so alt wie jetzt Sonic Racing. Ich habe vergessen, wie der Titel heißt. Das war ja von 2012. Das hast du ja richtig gesehen, dass noch die voll ausgefärbten Button waren. Was natürlich ein Anzeichen, oh mein Gott, es war zu tief. Ein Anzeichen dafür ist, dass es noch die Xbox 360 war. Boah, ich dachte schon, wir bleiben da hängen, aber nein. Schlechter animiert, als man denkt. Aber es ist funny, es ist funny, es ist funny. Wie gesagt, es werden noch Videos kommen, wo ich, glaube ich, auf 100 und 150 Kubik fahren werde. Und auch mal online gucke, ob ich da jemanden finde und wie gut die Online-Gamer sind. Weil bei Mario Kart kacke ich tierisch ab. Online, nur Disney Speedstorm, ja, mal so, das kommt immer drauf an. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht online, aber da kommt es auch mal so drauf an, was für Leute hast du mit drin und dementsprechend kommt man die Puzzle nicht. Wir wissen, was man kriegt, wenn man die Puzzle einsammelt. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ein Kuchen! Und die Aliens folgen den Kuchen? Das war ein Kuchen, nice! Oh, ich müsste mal ins Grüne reinfahren eigentlich, oder? Ich habe auf jeden Fall Abstand. Ich behole gleich den 8. Naja, nicht gleich, aber es dauert noch ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, für das Geld, ne, ist das schon nice. Kriege ich es jetzt? Nein, wie kommt man da dran, verdammt nochmal? Hoffentlich fahre ich jetzt nicht meine eigene Falle. Es kann sein, dass hier keine lang gefahren ist. Doch, ich glaube schon. So, mit den Turbos fühlt sich das echt cool an. Auf jeden Fall. Ja, und für das Geld ist das schon funny. Ich habe mir das auch auf Steam Deck so runtergeladen und ich wusste jetzt nicht, und Basis Rock, glaube ich, und ich wusste jetzt nicht, ob das eine gute Idee war, aber ja, so zwischendurch, so ein, ja, Garfield-Kart-Spiel ist das schon okay. Irgendwas kommt da näher, schon wieder die UFOs, die Aliens sind schon wieder hinter uns her. Sind wir denn hier in GTA, verdammt nochmal, das kenne ich doch irgendwo her. Wird gerne mal ins, ja, ich will ins Grüne, nicht ins Rote, Mann. Oh Mann, letzte Round. Yes, Baby. Okay, die holen alle wieder auf, aber ich bin schneller und besser. Ah, nein. 50 Kubik, nur Spaß. Jeder von uns kann bei 50 Kubik extrem. Was war das denn? Bin ich denn reingefahren? Das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, das Bonbon war im Weg. Verdammt nochmal. Nice. Schade, dass man links nicht die ganze Strecke sieht und einfach nur eine Gerade hat und eigentlich sieht, wann man wieder ins Ziel kommt. Ich habe schon wieder ein Kissen abbekommen. Mein Gott, was ist denn los hier? Ich krieg das ja nicht mal mit. Nein, ich hatte das vorher. Scheiße. Ich habe es falsch eingesetzt, oder? Oder bin ich im Turbostreifen gefahren? Nein. Ich komme irgendwie nicht an die Puzzle ran. An die Puzzleteile ran. Verdammt nochmal. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut. Jetzt ohne Scheiß. Für das Geld finde ich es echt gut. Muss dazu sagen, also doch, für das Geld finde ich es echt gut. Ist nicht sehr schnell auf 50 Kubik. Vielleicht wird es ja bei 100 und so schneller. Ich weiß es nicht. Aber im Großen. Da wollte ich jetzt absichtlich reinfahren. Okay, ich weiß nicht mal, was das war. Ich glaube, für Kuchen oder Lasagne. Ich weiß es nicht. Aber Arbuckle kommt immer näher. Gefolgt von, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Oder sagen wir so, ich kenne es auch nicht. Odin ist weiter abgeschlagen auf Platz 5. Und wir haben wieder gewonnen. Noch eine Round.
Yes, Baby, immer erster. So, jetzt habe ich zu schnell gedrückt und mir die Karten nicht angeguckt. Sehr schön, ich bin schlau. Das ist die letzte Karte für heute, die letzte Karte für den Lasagne Cup. Auf jeden Fall werden wir den gewinnen. Wie gesagt, so fühlt sich total langsam an. Man sieht auch, dass die Räder sich nicht drehen. Sehr geil animiert, muss man dazu sagen. Aber wenn man driftet, ist es ganz witzig und dann drehen sich auch irgendwie die Räder, komischerweise. Oder es ist das Profil, was aussieht, dass es sich nicht dreht. Man weiß es nicht. Aber an sich ist es eine schön, sind es schöne Strecken, schöne Location. Bisschen auf, bisschen ab. Nice, ne? Es ist eben nur sehr gemütlich. Sagen wir es mal freundlich, ne? Aber für das Geld kannst du nichts verkehrt machen. Und wenn du Garfield-Fan bist, ja, dann kauf's dir, Mensch. Dann kauf's dir doch, verdammt nochmal. Es kostet wirklich nicht viel. Also sagen wir so, habe ich bezahlt, 1 Euro oder 2? Ich bin mir nicht sehr sicher. Ja, guck dir am besten bei Mocker oder bei CD24Key. Oder wie heißt das, ne? Und bei den beiden kriegt ihr es dann, bei einem von beiden auf jeden Fall für 1 bis 2 Euro. Und dafür ist das echt funny. Weil ich habe gedacht, hey, Garfield, das nimmst du mal mit, ne? Garfield-Kartrennen, das kann nur scheiße sein für das Geld. Und bis jetzt, ja, es ist nicht ganz scheiße. Es ist nur, ja, es ist Garfield halt, ne? Weil scheiße ist was anderes. Es ist okay, es ist funny. Für das Geld macht Spaß. Und auf so einer Handheld wie einer Steam Deck oder Asus Rock Alley. Oder von mir ist das Lenovo Legion, habe ich ja nicht. Denke ich mal, ist das schon funny, wenn du das mal unterwegs mal kurz zockst. Weil hier, das ist ja offline Grand Prix. Und Einzelspieler, musst du ja in den Online-Modus nicht fahren. Ah! Dann ist das, denke ich mal, ganz funny. Wie gesagt, ich fahre gerade 50 Kubik, weil ich euch die Strecken zeigen will. Mache ich ja immer so. Aber ich denke mal, wenn ich die 4 Videos abgedreht habe, werde ich dann auch nochmal mit der nächsten Kubikstufe fahren. Um zu gucken, ist das ganze Spiel schneller? Sind einfach die Gegner... Oh, ich wollte da reinfahren, scheiße. Oder sind einfach nur die Gegner besser? Ich weiß es nicht. Aber es gefällt mir. Es gefällt mir echt. Für das Geld, nice. Finde ich cool. Wie oft willst du das noch sagen? Noch einmal. Für das Geld ist das Spiel echt cool. Letzte Round. Aber guck mal so. Die Räder drehen sich optisch gefühlt nicht. Und man ist extrem langsam. Also eigentlich ein geiles Kartspiel für die jüngere Generation. Weil die da ein bisschen Fun haben können, ohne dass es zu schnell ist. Aber es ist okay. Wie gesagt, damit es sich schnell anfühlt, immer driften. Yes, Baby. Driften, einmal A drücken, dann macht er so einen Jump und in die Richtung, die du lenkst. Ne, das ist, glaube ich, auch so Mario Kart-mäßig, ne? Kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber ich glaube schon. What the fuck, was hat mich da getroffen? Hilfe, Lasagne raus, Turbo und Feder. Die Turbo-Feder am Start, ihr wisst, wie es läuft. Ja, dass man sich nicht drehen kann, irgendwie vermisse ich das. Ringen an sich kann man leider auch nicht. Schade. Rücksicht, ah, okay, Rückansicht hat man. Und das war's, okay. Gerade sehr viele Sachen gibt es hier nicht. Drehe ich mich, weil ich den Turbo? Warte mal, das muss ich mir die nächsten Videos noch rausfinden. Das muss ich dann noch rausfinden. Nice. Gibt es ein Siegertreppchen? Wir gucken mal. Oh, wir haben Spoiler freigeschaltet. Nice. Und ein bunter Spoiler. Auch freigeschaltet. Geil. Das ist ja so à la Mario Kart. Das finde ich ja cool. Gibt es ein Siegertreppchen? Wir gucken mal. Ja, gibt es. Geil. Oh ja, für das Geld ist es schon mal sau cool. Okay. Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt, Bild jetzt gleich abhaut und für dich nämlich jetzt hier die Abmod machen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt es in den Kommentaren, wie die Glocke, liked das Video. Die Tage werden auf jeden Fall nach und nach noch die anderen Bricks kommen, ist klar. 3 gibt es noch. Und ansonsten, ich, euer PGlocke.com, bin hiermit raus. Peace out.